Ihr Lieben, hier ist wieder Stefanie von Steffs Kreativatelier und ich freue mich, dass ihr wieder mal bei mir auf dem Kanal gelandet seid. Ich habe dieses Mini-Album angefangen zu machen. Hier ist eine Klappe. Hier ist eine Klappe. Hier sind Einstecktaschen. Wieder eine Klappe. Ups. Und hier noch mal eine Klappe. Und wie ihr seht, ist das nicht fertig. Dabei habe ich mir nämlich gedacht, eigentlich könnte ich euch bei diesem Album hier mitnehmen. Das ist der Schmierzettel, den ich dazu gemacht habe. Ihr seht, da ist noch alles in Schwarz. Und ihr seht weiter, dass ich mir schon ein paar Sachen in Ambblau vorgeschnitten habe. Weil ich mir gedacht habe, ich nehme euch mit bei diesem Album. Ihr scheint Alben unheimlich zu mögen, zumindest die Tutorials. Bei mir sind bei den Alben geht es immer rasant hoch. Wie oft sich das jemand angeguckt hat. Und dann dachte ich mir, oh gut, dann mache ich halt nochmal eins. Kann ich eh gut gebrauchen, weil wir verschenken innerhalb der Familie einen Bootsausflug. Und da kann man dieses Album dann hinterher schön als Erinnerung an diesen Tag verwenden. So habe ich es mir jetzt jedenfalls gedacht. Also, was ihr braucht. Ich lege das Blatt kurz hier hin. Dann habt ihr einen Augenblick Zeit, das euch abzuscannen oder abzuschreiben. Macht ein Standbild. Ich habe mir die Farbkartongeschichten schon vorgeschnitten und auch vorgefalzt. Einmal 28 x 21 cm. Und das wird bei 14 und 14 gefalzt. Dann braucht ihr, das sind die Klappen. Dann braucht ihr 4 x 28 auf 14 und auch bei 14 jeweils gefalzt. Das ist das. Dann für die zwei Klappen, die sind 13,8, damit das dann hinterher hier mit der Lasche gut reinpasst in die Linien, das zeige ich euch, deshalb ist das Maß aber so krumm, 13,8 mal 14,5 und gefalzt bei 13,5, dass ihr hier eine Klebelasche habt und das zweimal, die falzt mal gleich um, und ihr braucht zweimal eine kleine, die Klappkarte, die ihr gesehen habt, das ist 18 auf 9 cm, gefalzt bei 9, dass ihr hier diese, so die Klappkarten habt. So, die zwei Sachen haben wir schon vorgefaltet. Das Blatt kommt jetzt auf die Seite. Und es geht los mit dem großen Blatt, was 28 mal 21 ist, was ihr bei 14 und 14 gefalzt habt. Die untere Falz mit dem kleineren Abschnitt von 7 cm, die schneiden wir uns direkt rechts und links neben der Falzlinie ein, beziehungsweise schneiden diese Falzlinie raus. Ruhig großzügig rausschneiden. So. So, damit falzt ihr das hier einmal hoch, hier auch. Was ist das denn? Da. Und einmal rum. Da können wir hier noch ein kleines Stückchen mehr rausschneiden. Habe ich das Gefühl, ist das die Seite oder die aus der hier? Jawohl, so. Nehmt euch ein Falzbein und falzt das alles einfach nochmal gut nach. Und dann seht ihr, haha, dass ich hier was überstehen habe. Ja, manchmal. Habe ich hier wohl nicht sauber genug gefalzt, ne? Würde ich mal behaupten. Hätte ich zuerst kontrollieren müssen. So.
Das ist nämlich die Basis. Nochmal die. Dann können wir uns auch gleich hier rechts und links Abreißklebeband drauf machen, dass nachher die Taschen hochgeklappt werden, aber erst bereiten wir alles andere weiter vor. So. Und weiter, ob wir das noch brauchen. So, dann haben wir ja hier die 28×14. Da kontrollieren wir jetzt bitte, dass wir sauber gefalzt haben, nicht so wie ich eben das nicht kontrolliert habe. Und falz das gut nach. Dieses Armblau ist echt ein schönes Blau. Gefällt mir sehr gut. Ich das mit welchem Papierschneider denn bitte schön gefalzt? Mit dem alten Papierschneider. Komisch, alle muss ich nachkorrigieren hier. Naja. So. Denn dann zeige ich euch die Basis. Das ist eure Mitte. Da wird dann dieses Blatt dran geklebt. Und da dieses. Und hier kommt diese kleine Klappkarte hin. Und hier kommt die große Klappe hin. Und damit wir den Klebestreifen verstecken, wird das hier reingeklebt. Ja. Da kommt dann auch das hin. So und so. So. Aber jetzt zurück zu diesen Klappen. Wenn man das so aufmacht, müssen wir. Gucke ich gerade mal. Ja, da ist es. Okay. Also. Da auf. Hier kommt die Klappe rein. Steht nichts über, ist bündig. Aufkleber, doppelseitiges Klebeband drauf. Ich habe doch noch ein breiteres, nehme ich das. Ja. So. Schutzfolie abziehen und umklappen. Und dann können auch diese zwei Seiten so schon aneinander geklebt werden. Also, da Kleber drauf. Und dann wird das hier bündig drauf geklebt.
und gut angedrückt. Und die erste Seite, die Klappseite. Jetzt wird das Mittelteil hier dran geklebt. Steht noch was über. Ja. Gucken, dass wir das. Ja. So, dann kommt hier auf die Seite, jetzt geht das ganze Spiel nämlich rückwärts. Moment. Das ist die Mitte, auf der Seite dann die Klappe. Also, so, dann heißt es da die Klappe hin. Wieder mit dem doppelseitigen Klebeband. Huch, sogar schon ab. So. Abziehen. Oben aus Versehen. So, dran. So, dann kommt die Seite hier drauf. Und die Seite, die letzte Seite kommt dann noch hier drauf. Jawohl. So. Ordentlich am Drücken alles. Dann haben wir jetzt unser Grundgerüst fertig. Die Klappe ist natürlich falsch rum. Nein, da kommt die hin. Da ist die. Das ist die Mitte. Da kommt die Klappe. Und hier würde die Klappkarte noch kommen. Alles klar. So, dann geht es schon an die Innengestaltung. Ich habe ein paar Sachen vorgeschnitten. Nicht alles, glaube ich, aber so ein paar Sachen. Kopierpapier, etwas dickeres Kopierpapier nehme ich ganz gerne als, ja, hier drin zum Beispiel, als Hintergrund dann für Fotos. Das machen wir jetzt aber gleich. Kopierpapier, das sind die Klappen. So, das, paar Innenseiten, hier ist das Cover, das habe ich gesucht. So, das ist, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, das Designerpapier, der Umschlag ist 14 x 29 cm und an der Langseite jeweils bei 14 Falzen, dann habt ihr hier so einen kleinen Steg. Und dann passt das normalerweise direkt hier rein. So.
Und so klebt ihr das dann auch jetzt fest. Ich mache dafür auf die Seite bis ungefähr hierhin nur Kleber. Das lasse ich frei, damit es noch ein bisschen Spiel hat, wenn man das umfalzt, also umblättert, dass die Seiten mit dem DSP gleich nicht ja, zu starr sind, sondern ein bisschen, wie gesagt, Spiel haben. Andrücken. Hier genauso. Ungefähr so viel Platz lassen. So. Und von beiden Seiten gut andrücken. Dann habt ihr schon mal das Cover. So, dann kann man das nämlich jetzt auch schön bewegen. So, dann geht es innen weiter. Hier braucht ihr DSP. Ich habe mir jetzt so die Blautöne, Gelb und Zimttöne rausgesucht. Ich möchte das Gelb gerne hier haben und dann da die Klappe drauf. Also kommt da schon mal Kleber drauf. Und die sind 13,5 x 13,5, gerade ein halber Zentimeter kürzer, wie die Grundseiten sind. So, dann machen wir hier uns die erste Klappe auch fertig. Das Designerpapier ist 8,5 x 8,5 cm. Und hier innen drin machen wir das Kopierpapier rein. Dafür nehme ich mir aber so einen Kleberoller. Einmal. Weil da sieht man Flüssigkleber immer ziemlich doll. Und das mag ich nicht. So, und das Ganze kleben wir jetzt hier drauf. Dann nehmen wir wieder den Flüssigkleber. Ungefähr in die Mitte. Gut andrücken. Fertig. Das Ganze können wir hier gleich auf der letzten Seite aufmachen. Das Gelb hier drauf. Schön. Dann Klappe bekleben. Und zweimal das Kopierpapier für innen. Eins. Der Papierschneider lässt noch. Ich hole die Klinge austauschen. So. Ja, super. Jetzt ist das da oben. Na gut. Egal. Ich wollte es eigentlich unten in der Ecke haben. Habe aber nicht bedacht, dass ich ja nicht so klappen will, sondern jetzt so aufklappen will. Aber gut. Gibt Schlimmeres. So.
Somit haben wir das schon mal, das. Da die Mitte. Da fehlt mir jetzt noch Designerpapier. Das habe ich noch nicht zurechtgeschnitten. Warum nicht? Keine Ahnung. Machen wir da erstmal den Rest. So, da muss was hin. Da würde das ja sich ganz gut anbieten. Hier das. Oder so. Und das da drauf. Ich weiß es nicht. Aber das macht sich doch da nicht schlecht. Cyprus. So rum ist es richtig. Zumindest stehen da jetzt ein paar Wörter drauf. Dann kleben wir es doch auch so rum auf. So, auch andrücken. Super. Hier rein wollte ich jetzt wieder Fotomappen machen. Also ich wollte nur hier und hier was draufkleben. Aber ich muss jetzt mal gerade gucken, weil irgendwie ist mir das zu hart. Aber vielleicht nehme ich was in. Grün ist ja auch nicht so schlecht, ne? Das macht sich daher auch ganz gut. Also 13,5. Die Seite 13,5 und das auch gleich mal zurechtschneiden. 13,5. So, da habe ich die Tasche, da habe ich das Gold. Dann machen wir das Zimt doch auch auf die Seite schon mal. Dann haben wir das nämlich auch weg. Mal gucken, was hier steht. Ah, das ist so ein Rundpunkt, kann so bleiben. So steht's. So. So müsst ihr euch halt jetzt vorarbeiten, egal mit welchem DSP ihr das macht. Müsst ihr einfach schauen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt natürlich auch jede Seite unterschiedlich gestalten. Das ist mir dann aber zu unruhig. Na, da oben mache ich ein bisschen Papier ab. So, jetzt geht es um die Seite. Würde ich das hier hinkleben. Ja. Und das hier oben. Oder nicht? Nee, ne? Gut, dann kleben wir das erstmal auf die Seite. Machen wir das schon mal wieder fest. Da muss wieder irgendwas grün. Muss man gleich mal noch mal gucken. Wie gesagt, ich hatte ja nicht alles an Designerpapier zurechtgeschnitten. Na komm schon, da ist ein Bubbel jetzt drin. Ach ja. Lia? Meine Tochter kommt gerade vom FSJ. Entschuldigt, ich habe nicht nachgedacht, dass ihr jetzt zuhört. Ich muss mal kurz Pause machen, weil das war heute ihr erster Tag. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte meinen Ausruf gerade nach meiner Tochter. Aber ja, wir waren alle sehr gespannt, wie denn so heute ihr erster Tag wird. Und ja, jetzt kam sie sogar früher als erwartet nach Hause und ist total begeistert und happy. So, also.
Das war ein kurzer privater Ausflug. Jetzt geht's hier weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben, um Himmels Willen? Ach ja, ich wollte gucken, ob wir irgendwas Grünliches noch haben für die Seite. Hier war das. Mal das so hinmachen, das geht auch, oder? Ja, das passt. Das müssen wir uns nun einkürzen. Wie viel? 13, 8, 13. Das passt ja gar nicht. Also. Oh. Also 13, 8, 13, 3. 13, 3. Und 13. Dann machen wir das hier auch gleich. 13 in der Höhe. Und 13,3 in der Breite. Karlstadt, Wiener. So. Dann kommt das hier drauf. Nix da. Jetzt entscheide dich, Großmännchen. Kleber, komm. Ja. So. Und hier könnte ich ein weißes reinmachen und hier oben auch. So ist es mal geplant, aber das mache ich tatsächlich jetzt erst, wenn ich die Bilder habe. So, da kommt das drauf. Dann kann man noch gucken, ob ich das Weiß noch vorher bestempel. Aber da kommt definitiv das weiße Papier hin. So. Und genauso wie hier. Da kommt dann auch zweimal so und so das Papier hin. Aber das lässt sich jetzt im Nachhinein dann hier nicht mehr bestempeln, weil wir hier schon ein paar Karten haben. Deshalb sind die vorgeschnitten, bleiben hier schön liegen. Und ja, wird dann gemacht, wenn es soweit ist. So, jetzt noch die zwei. Da brauche ich 10 auf 10. Was habe ich gesagt? DSP 13, 5 auf 9. 9 reichen. Nummer 1. Nummer 2. So. Norden. Okay, das hatte eine Richtung, auf die ich nicht geachtet habe. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Ganz klein stehen die Himmelsrichtungen natürlich auf dem Kompass drauf. Und ich habe es natürlich nicht beachtet, weil dann hätte es hochkant gemusst. Aber egal. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Und ich weiß ja, wer es bekommt. Und ich glaube, derjenige sieht es auch nicht. Hoffe ich. Ja, das ist besten ist jetzt oben. Oh ja. Soll er doch auch mal oben sein, der Besten. So, jetzt hier Schutzfolien abziehen. Ich habe schon wieder Kleber an den Fingern. Eins. Nummer zwei.
hochklappen. Einmal. Und hochklappen. Und jetzt fehlt uns hier noch was drauf. Was meint ihr, könnte da sich gut machen? Nochmal das Gelb irgendwie, finde ich. Wo haben wir das denn? Wo war denn das Gelb drauf? Auf welcher Seite? So viel Papier habe ich davon gar nicht mehr. Guckt mal. Aber im dümmsten Falle muss ich noch eins. Ach, da. So. Das muss, lasst mich schauen, 6,5. Da schneide ich mir doch einfach einen Streifen 6,5 kurz ab. Liegt ja alles hier. 6,5. Und 13,5 zweimal. Einmal und 13,5 die zweite. Ja, das passt gut. Das Gelb und das Blau sieht echt sehr schön aus. Hummelgelb ist das. Habe ich mir so als Farbe gar nicht geholt. Aber so in der Kombi finde ich es gar nicht schlecht. Und hier. So. Dann hatte ich mir vorhin schon grob überlegt, dass ich diese Kärtchen hier als Einsteckkärtchen machen möchte. So. Und dann geht es noch um die Deko. Oh, gut gefüllt, gell? Wie machen wir denn die Deko? Ich glaube, Dream. Gar nicht so einfach hier. Das glaube ich, hätte ich gerne hier drauf. So, dann hätte ich gerne, ach, das ist nur der mit dem, da hat die Kugel schon mit drauf. Ne, da will ich nicht. Nö, nö, mit Kugel will ich nicht. Irgendwie so ein kleiner hier noch. So. Und jetzt noch so ein gelben. So, jetzt habe ich keine Brille auf. Scheibenkleister. Das will nicht schon wieder falsch rumkleben.
So, was sagt ihr? Ich glaube, so würde ich das lassen. Gut, das ging jetzt flott. Denn darüber hatte ich mir jetzt noch keine Gedanken mehr. Ah, das hätte ich vielleicht ein bisschen dreidimensional kleben sollen. Egal. So, also, Cover ist fertig. Hier kommt, müsst ihr euch noch reindenken. Das Papier. Zwei Einstecktaschen. Da können wir noch was drauf kleben. Keine Ahnung, im Moment nicht. So, hier auch noch zweimal das Papier rein. Das muss man noch leicht zurechtschneiden, das obere von der Klappe. Und hier die Klappe. Fertig ist das Album. Jetzt guckt das Papier da raus. Ja, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Es ist für einen Ausflug, finde ich, hat es genau die richtige Größe. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Über ein Abo, wie gesagt, freue ich mich auch immer. Und wenn ihr irgendetwas von den Produkten, die ich jetzt verwendet habe, brauchen könnt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Dann bestelle ich euch das bei der nächsten Sammelbestellung einfach mit. Bis dahin, eure Stefanie. Ciao.